Moin Leute, willkommen zu einem neuen Video und heute testen wir mal wieder neue Produkte, die fame sind. Darf ich dich auch testen? Alles klar, Digga. Ihr kennt das Format, wir starten direkt, let's go. Und zwar... Geil. Kinderpinguin? Mit Erdbeere? Gib mal her, hier. Warte mal, wie würdest du das auf Englisch aussprechen? Kinder Pinguin? Nee, Kinder. Ich glaube, das klingt falsch. Nein, stopp ganz kurz. Die sagen auch Kindergarten. Kindergarten. Mit dir kann ich mich nicht unterhalten. Genau. Also, was ich interessant fand, dass hier diese schwarze Erdbeere abgebildet ist, nochmal auf diesem komischen Aufkleber. Ob das eine versteckte Botschaft ist oder so? Dieses mittlere. Es hat Erdbeere. Was war das sonst? Schoko. Ihr wisst ihr, was die normale Füllung von Kinderpinguin ist? Ich hab's komplett vergessen. Das ist Mandela-Effekt. Es gab nie eine Füllung. Man hat sich die eingebildet. Doch, da ist ein schwarzer Balken in der Mitte. Ja, auf deiner Hose, da ist auch ein schwarzer Balken. Leckt aber schmecker. Leckt aber lecker. Warum hab ich's aufgegessen? Direkt geschluckt, Junge. Schleckt aber sowas mit Schmecker. Schmeckt aber wirklich besser als das normale, oder? Nee. Machen wir jetzt. Jamapé. Oh! Verliebt! Kinderpinguin kriegt auf jeden Fall ein doppeltes, heftigstes Go. Was ist das da eigentlich? Ist das ein Dildo? Digga, Dima, das ist so sass. Das ist eine Gurke, die Geräusche macht. Die nachfolgende Sendung ist nicht für Zuschauer unter 18 Jahren geeignet. Der zeigt ein Schnauze, Junge! Ich habe das gekauft für ein anderes Video. Sinnlose Amazon-Produkte. Warum hast du das dabei eigentlich? Das ist mein neuer Freund. Er hat dich ersetzt. Ich bin genauso gut wie der. Er ist sogar unterhaltsamer. Das nächste Produkt ist Toffee 4 White Chocolate. Wir hatten schon mal mit Kokosfüllung. Das war absoluter Reinfall. Ja. Aber diesmal mit White Chocolate. Limited Edition. Ich kann mir vorstellen, dass weiße Schokolade besser schmeckt auf jeden Fall als diese Kokosgeschichte. Das war wirklich nicht gut, Leute. Ja, sieht ganz normal aus, wie sonst auch immer. Ich mag das. Schmeckt aber ziemlich ähnlich wie das normale. Digga, ich bin dadurch größer geworden. Trinken, go. Go, Shawty, it's your birthday. We're gonna party like it's your birthday. Digga, ich bin mit 12 wirklich so rumgelaufen, ne? So. Aber nur, weil dein Arsch nicht in die Hose reingepasst hat, oder? Fick Booty. Gang, gang. Das ist eine sehr wilde Mischung von Berliner Luft. Wir haben hier drin Chili, Kirsch und Schoko. Berlin, du bist wunderbar. Berlin, Berlin, Berlin. Das lief doch früher bei einer Bierwerbung. Hab's gehasst. Du brauchst ein bisschen mehr, ne? Ich kann nicht ohne. Stop it. Get some help. Ich kann das nicht einordnen. Da ist was Minziges und was Süßes, Zimtiges und so. Ich glaube, da ist wirklich alles drin, was die hatten. Alle anderen Sorten in eine Flasche gemixt. Ganz schön wild. Ist auf jeden Fall nicht scharf. Das Chili wollte ich gerade sagen, habe ich vermisst. Boah, nee, Digga. After 8, alles getrankt. Ja, das stimmt. Ist es. Ja, ja. Bekommt von uns ein... Verpiss dich, was machst du hier eigentlich? Wer hat dich eingeladen, Bro? Das ab war... an die Flasche mit dir. Wenn Kinder Coca-Cola vom Schlafen trinken, passiert das. Lasst eure Kinder nicht zu viel Cola trinken. Kunstwissenschaftlich bewerten werden müsste man, dann hätte man gesagt, ist Müll. Das nächste Produkt, was ich habe, ist eine Chipsmarke. Quinoa Chips? Als ich im Flugzeug von Madeira zurück nach Deutschland saß, habe ich Werbung für diese Marke gesehen und da stand irgendwas von wegen einheimisch Produktion und so, keine Ahnung. Jedenfalls habe ich hier den Geschmack Sun-Dried Tomato und Roasted Garlic. Oh, riecht doch geil. Eigentlich. Oha. Sehr nice. Wow. Zu süßlich. Es gibt so viele neue Chipsarten mit Quinoa. Ich bin kein Fan davon. Ich finde es eigentlich geil. Das ist noch ein bisschen ausbaufähig, finde ich. Das Gewürz vom Yum Yum Nudeln ist das. 1:1. Geht schon klar. Es gibt schlechtere Chips. Ich mag auch das Design. Ist vegan und glutenfrei. Eat real ist okay. Ist gut. Aber es gibt bessere. Als nächstes haben wir Ferrero Küsschen Weihnachtsmix Edition. Hier ist noch ein anderes. Oh, mit Nougat. Möchtest du lieber Nougat? Dann mach mir so. Wieso ist das gelb? Achso, das ist nur die Verpackung. So sieht meins aus und das vordere ist die. Hast du nicht mit deinen Daumen gemacht, eigentlich hier, Junge? Bin ausgerastet beim Fortnite-Spiel. Bist ausgerastet? Gegen die Decke und dann in meinen Mund. Oh mein Gott, das war 3 Sekunden. Ah! Bah. Meins ist lecker. Bruder, schmeckt wie Parfüm. Meins war mit Haselnuss und ist super lecker. Probier mal. Schmeckt nach Oma. Schmeckt nach Parfüm, oder? Findest du geil? Mag das. Meine Mama hat mir eine Sprachnotiz geschickt, das heißt nie was Gutes. Wahrscheinlich war ich in deiner Wohnung drin. Da sieht sauber aus. Küsschen bekommen, go. Nee. Mann, ist das doch so, oder? Ich brauch Wasser, Digga. Ich fühle mich eklig. Ich habe etwas, was fast wie Wasser ist. Und zwar Jack Daniels. Digga, bah! Tennessee Apple. 3% Alkohol, aber nur. Geht runter wie Wasser. Und schon ist er verliebt. Bah! Ja. Weißt du, was hier drauf steht? Crisp und delicious. Hast du gemerkt, wie crispig das war? Nee, das kriegt auch kein Go. Hä, warum kommt das wieder? Ihr müsst wissen, Dima hat im Nacken Butterball, was er sich hat entfernen lassen, was er immer richtig eklig fand. Und ich habe ihn gerade getriggert, damit dass es wiederkommt.
Amüsiert dich das? Ja. Oh. Karma ist ein Boomerang. Ja, hab ich gemerkt. Aber nicht das von Instagram. Also, wir haben hier als nächstes Dental Gum Swiss Cannabis. Das habe ich gefunden bei Rossmann, da wo die ganzen Süßigkeiten sind und Kaugummis. Der Konsum ist auf ein Kaugummi während 20 Minuten zu begrenzen. Wie bitte? 3 Stück, ist das nicht zu viel? Hat deine Mama nicht gesagt, dass Zucker ungesund ist? Gutes Zeug, Alter. Nein, Freunde, das ist natürlich nur mit CBD. Boah, schmeckt aber gewöhnungsbedürftig. Hier steht Cosmetics. Ich glaube, das ist nicht für Mund. Ach so! Das ist so angepasst. Ich warte mal kurz. Gurkeersatz. Digga, war das hässlich. Maschallah, einfach die hübsch. Lass mal in deinen Mundpfeil ein. Den anderen jetzt? Nee, den anderen nimmst du. Ah, deine Augenbraue, da sind tausende Mikroorganismen drin. Ja, war okay, ne? War eigentlich ganz nice. Ich sag ja, ich mag grüne Farbe und ich mag das Design. Und ich mag dieses... Ihr wisst, was ich meine, oder? Bisschen kommt, ne? Und ich hab mir 3 davon reingehauen. Deine Pupillen sind so klein geworden auf einmal. Digga, du bist schwerer geworden, kann das sein? Und Wrestling, boom. Das ist echt entspannt, ja? Das war echt toll. Lass uns das bitte einfach nie wieder machen. Das nächste Produkt, was ich heute habe, ist Giotto mit Zimtsterngeschmack. Bah. Sieht eigentlich ganz interessant aus, oder? Magst du keinen Zimtstern? Bist du ein Zimtstern-Gegner? Giotto, Zulu con Coffee. Latte? Ich weiß nicht mehr. Ihr kriegt gleich eine Latte, glaube ich, wenn du so weiterredest. Mach mal auf, bitte. Oh, schön ästhetisch. Wow, das hast du so toll gemacht. Du musst fangen, okay? Ich war fast mit meinem Auge da drin. Da kommst du nicht dran, Digga. Ja. Ist das dein scheiß Ernst, Mann? Weißt du, was das Problem ist? Man schmeckt noch ein bisschen Kaugummi, glaube ich. Aber das schmeckt geil. Nachgeschmack ist okay. Dann schmeckt es zimtig. Weißt du, was ich heute gelernt habe? Jeder Geschmack, den du noch nicht kennst, ist direkt Parfüm einfach. Nein, den Geschmack kennt. Ich würde auf jeden Fall probieren. Probieren kann man, aber nicht nochmal essen. Probier nur an Weihnachten und dann wieder vergessen. Das ist die gute Herangehensweise. Interessanter Geschmack. Schmeckt wirklich nach, einfach nach Liebe und Weihnachten. Bushido Eistee. Ein ziemlich innovatives Produkt, glaube ich. Ich probiere Grenade Apple. Warte, bevor wir das probieren, muss jeder von uns eine Bushido-Line raushauen. Sie heißt Janine. Wenn es regnet, wird sie nass. Okay. Während du überlegst, probiere ich schon mal den Zitronengeschmack. 500 Milliliter. Sieht ein bisschen aus wie diese 4-Bro-Eistees. Schmeckt auch nach nichts, perfekt. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass ich so viel Süßes probiert habe heute, aber das schmeckt wirklich sehr dezent irgendwie. Fast schon langweilig, 7,2 Gramm Zucker trotzdem. Früher war es Fick die Polizei oder Louis V. Heute sind es LKA Beamte und Security. Wie es heute ist, war nicht unser Wille ehrlich. Welcher Sklave macht über 100 Mille jährlich? Hab ich dir gesagt, du sollst den ganzen Aufsatz hier auf vorlesen. Und lügt, um seinen Ruf zu retten. Ein Line. Doch, du würdest eigentlich so gerne in meinen Schuhen stecken. Eine Line. Das war eine Line. 3. Viel zu viel. Findest du den Geschmack intensiv? Ich glaube, 50% vom Geschmack hat sich Arafat behalten. Ehre genommen! Der schmeckt gut, aber halt nach wenig. Also stinkt langweilige, ganz normale Eistees mit Geschmäckern, die man sonst kennt. Ja, kriegt so ein halbes Go. Weil Eistee ist lecker, ja, aber ist halt nichts Besonderes. Muss nicht sein. Von der Skyline zum Bordstein zurück. Siehst du diese Welt, wie sie sich niemals dreht? Pocket Coffee ist halt so ein Müll, ne? Ich wollte gerade eigentlich nur Gutes erzählen über diese Süßigkeit. Das von Ferrero? Das war für mich auch gestern so, nee, das glaube ich jetzt nicht. Also du hast gerade gehatet, aber ich finde eigentlich diese Dinger voll lecker. Ich verstehe schon Inflation, die ist da, aber das Eis ist nur noch die Hälfte. Das ist meine Hand daneben. Süß. Digga, ich kann das mit einem Biss essen, glaube ich. Zuerst mich, wenigstens ein bisschen. Ich glaube, das wird dir nicht schmecken, Digga. Boah, ist bitter. Das schmeckt wie so eine 70er-Jahre-Süßigkeit. Pocket Coffee, Digga. Das schmeckt genau wie Pocket Coffee. Stimmt nicht. Pocket Coffee schmeckt tausendmal besser. Also diese Praline. Nee, ich meine dieses Pulver in diesem kleinen Tütchen. Warum machst du jetzt einen auf Krabbe? Hast du das auch so, wenn du dich mit Lina streitest? Einfach den Raum verlassen. Funktioniert meistens erstaunlich gut. Leute, probiert's gerne aus. Mach jetzt. Boah. Mach jetzt. Auch wenn du wirkst. Ein Brötchen? Ein Brötchen, Digga. Das ist jetzt neu auf dem Markt. Oh, riechst du das? Dieses Lebendige. Oh. Und zwar haben wir hier von der Marke Vegant vegane Leberwurst. Sieht interessant aus. Ich glaube, das wird ziemlich eklig. Und ich glaube, es existieren noch Messer irgendwo auf der Welt. Hier nicht. So sehen die Aufschnittkünste aus von Smiley. Und das ist dein Daumen übrigens. Na, es gibt doch ein Messer hier. Erzähl mir nichts. Es gibt doch kein Messer, ne? Ich habe ja letztens Dings gelesen, Krieg und Frieden. Das Buch ist 200 Jahre alt, ne? Da hat man damals die Deutschen als Wurstmacher genannt. Dann waren es die Krauts und dann waren es die Kartoffels. Ah, oh, guck mal da, Digga. Die Aufnahme war für die Ewigkeit. Magst du Leberwurst nicht? Du bist die einzige Leberwurst, die ich mag.
Kannst du das ablecken von meiner Oberlippe? Kann man machen. Guck mal, da kann ich aufhören zu essen. Also gutes Zeichen. Wenn wir schon bei Getränken sind. Was ist das denn? Du kennst doch diese Smoothie-Marke. True Fruits. True Fruits. Davon gibt es jetzt eine Cola. Wie kann ein Smoothie auch eine Cola sein? Entschuldigung. Klingt sehr merkwürdig. Vor allem, ich habe das schon vor einem Monat gekauft. Das ist sehr lange haltbar. Ich weiß nicht warum. 1.12.22. Riecht wie Cola-Fläschchen. Mein Gott, irgendwie interessant, oder? Ein Cola-Smoothie. Leute, Weltpremiere. Ey, was soll da drin sein? Traubensaft, Pflaumenpüree, Apfelsaft, Birnenpüree. Ach krass, das ist wirklich aus Früchten? Sie haben den Cola-Geschmack aus Früchten imitiert. Leute, ist das nicht genial? Ich bin verliebt in dieses Getränk. Kommt nicht in die Tüte, steht hier. Ein stabiles Go. Bro-Go. Bro-Go. Wir mögen kein Nestle, wir mögen kein Lion und wir mögen kein Peanut Butter. Sehr gute Ausgangsbasis. Ich dachte ganz kurz, ich könnte dich mit dem Mund jetzt so hochheben. So hart war das. Schmeckt nach Erbsen. Nach Erdnuss. Erbsen. Kann man machen. Hä? Ich habe so über mein Leben nachgedacht gerade. Ist scheiße, ne? Absolut keinen Sinn. Kriegt auf jeden Fall ein Verpiss dich. Fui. Oh, cool. Guck mal, weil das ist ein der Sohn vom Christ. Der Sam Christ. Sankist. Da steht Fruit Mix drauf. Das riecht nach Blaubeere. Schmeckt lecker. Hat sich ja nach Mama angefühlt. Oh, nee, ich hab die ganze Zeit nach am Ding gesaugt. Nippel? Nein, das ist ein künstliches Ding. Schnuller! Ich war ein Lutscher, Digga. Zahnkist. War lecker. Probiert das aus. Es kribbelt in deinem Bauchnabel. Das nächste, das hat mich einfach mega interessiert. Ich glaube nicht, dass das super neu ist, aber ich habe es noch nie gesehen. Tutti Frutti Flavor. Zuckerwatte Kaugummi. Und dann wird es zu Kaugummi, wenn du das kaust. Sieht ungefährlich aus für die Gesundheit. Interessant aber die Konsistenz hier, ne? Trocken. Du musst viel nehmen, weil der Kaugummi wird voll klein. Das ist so trocken. Warum fühlt sich das so komisch an? Ich mag die Idee, aber es schmeckt wirklich künstlich. Also, was soll daran auch nicht künstlich sein? Sieht auf jeden Fall sehr lecker aus. Schmeckt halt nach Tutti Frutti. Alles Tutti. Schau ich den hochzuspucken und mit dem Mund wieder aufzufangen? Kennst du David Dobrik, diesen Clip, wo er den Kaugummi ausspuckt, mit dem Mund hochschießt und wieder fängt? Nee. Sonst hätte ich jetzt gemacht, hättest du ja gesagt. Ja, kenne ich. Du hast jetzt einfach Schuhdreck in deinem Mund. Und ich habe nicht mit der Sohle geschlagen. Boah, oh, das ist Gewalt. Das war aber auch dumm. Das ist von Gewalt. Das ihr müsst euch vorstellen, er macht so High Five und dreht dann seinen Arm nach unten und ich klatsche gegen seinen Unterarm. War ein Attentat. Bitte helfen Sie mir, ich bin in Gefahr. Club Mate hat ein neues Design. Oder ist es nicht Club Mate? Mate, Mate, das sind meine Initialien mit Lemongrass. Ja, da gab es 3 neue Geschmacksrichtungen. Die anderen waren mir zu langweilig. Ich wollte was Neues probieren. Pfirsich Lemongrass. Ist das wirklich Club Mate? Massagesalon im Aschenbecher drin. Digga, das riecht nach Aschenbecher, wo so ein Klostein dran hängt. Oh, wei. Schmeckt nach Scheiße, Digga. Schmeckt wirklich nach Pferdekacke. Das schmeckt wie ein Dorf riecht, ich schwör's. Ja, genau das, so. Das schmeckt wie der Ort, wo ich aufgewachsen bin. Wir hatten immer Kühe, die auf die Straße geschissen haben. Ich hatte das richtig Trauma davon immer. Ganz, ganz dickes Nein. Nein? Wollen wir nicht ein bisschen auf cool machen? Hergestellt von Thomas Henry, der will traurig sein. Haben wir eine Mütze und eine Jutebeutel für mich? Dann kann ich auf cool tun. Lassen wir das, ja? Kann ich dich als Hut aufsetzen? Als Jutebeutel höchstens. Eigentlich mal meinen Arm. Okay, Freunde. Oder seit wann bist du so fett? Ich hab echt zugenommen, Leute. Früher konnte ich das. Ey, diese Videos, die tun mir nicht gut. Mathe, Mathe? Nein, ihr könnt auch bei einem Wort bleiben. Wir sind nicht dumm. Wir checken doch bei Mathe, was da drin ist, okay? Muss nicht zweimal, oder? Eine letzte Sache aus Kühlschrank. Also wir haben hier einen Mix aus Kokonat mit Schokolade. Klingt langweilig. Okay. Ist es auch wahrscheinlich. Da ist das, was außen dran ist. Ist das Gratiszeug? Boah, das sieht so eklig aus. Uiuiui, wild, oder? Ah, Junge. Boah, ist die fest. Digga, das ist wie Nutella. Ich glaube, das ist einfach fett. Schaut euch mal das hier an. Wie lecker. Nee. Das sieht aus wie Kotze von einem Wal oder so. Nee, Digga. Also ich mag das Weiße, aber nicht das Dunkle. Lutschen, bis das Weiße kommt. Das Dunkle ist einfach nur Kakaobutter. Aber ohne Palmöl. Und das Weiße schmeckt so ein bisschen sahnig. Ich mag das. Also von mir kriegst du einen Krampf. Ein Viertel Go. Ein Krampf. Tut euch das nicht an. Okay, wir haben einmal Ferrero-Küsschen White Crispy, die kenne ich. Ferrero-Küsschen sind allgemein sehr langweilig und weiße Schokolade macht sie nicht besser. Das habe ich auch von Rossmann. Ja, das sieht für mich aus wie so eine Sowjetunion-Süßigkeit, Alter. So Sachen kenne ich aber auch aus meiner Kindheit. Wollte ein bisschen Nikotin schmecken. Ist okay. Nein? Nee, gar magst nicht. Du nicht? Nee, magst gar du nicht? Nee. So ist das immer, wenn wir uns treffen. Ich habe kein gutes Bauchgefühl mehr. Ich auch nicht, Alter. Und wir drehen noch 3 Videos heute. Alles wegen ne? dir.
Boah, Digga, ich hab gerochen, was da alles für Gerüche in deinem Mund sind. Was war das heftigste Produkt? Die Leberwurst fand ich sehr geil. Ich fand die Cola. Falls es die noch gibt im Supermarkt, Freunde, probiert sie gerne aus. Müsst ihr machen. Das schlechteste war tatsächlich diese Kokos... Mate. ...Schoko. Welche dieser Produkte kennt ihr, Freunde? Schreibt es in Kommentare. Und welche neuen Produkte kennt ihr, die noch nicht dabei waren in diesem Video, die ich nächstes Mal einkaufen soll? Schreibt eure Vorschläge rein. Schaut bei Smiley vorbei, da gibt es ein weiteres Video, was wir zusammen gemacht haben. Da machen wir einfach die ganze Zeit nur rum, 10 Minuten lang. Müsst ihr angucken. Falls die Videos nicht gesehen, anklicken und abonnieren nicht vergessen. Und wir sehen uns bald wieder. Bis dahin, bleibt schön. Schön gesund. Gesund. Und gut drauf. Baby, hat Tattoos von mir. Gang. Das Thumbnail-Foto.